Mal weiter. Rende mit 15 Leuten. Too much? Was denn? Hab nichts eingestellt. Keine Ahnung, hab ich nicht. Das ist die alte Werkstatt, von der Evil die gesprochen hat. Ich sollte nachsehen, ob er schon da ist. Auch ein bisschen. Alter. Hab nichts mehr. Foxy, Bühne sind aus. Also jetzt, ein Live-Let's Play sind sie auf jeden Fall aus. Sie sind später bei Valorant sind sie an. Jetzt sind sie aus. War noch was. Wo ist eine ordentliche Säge, wenn man sie braucht? Es tut mir leid, aber meine Mods geben dir deine Punkte gern wieder, wenn du möchtest. Mies, richtig mies. Ist eine ordentliche Säge, wenn man sie braucht. Kann doch nicht sein, ich brauche ein bisschen Flug. Völlig unbrauchbar. Wie geht's? Mir geht's ganz gut. Und dir? Völlig unbrauchbar. So. Etwas gefunden, das deiner Fähigkeiten würdig ist? Die werden reichen müssen. Schon bald wirst du sie einsetzen können. Bei Ymir ist das ein Hugakehr? Ich wusste gar nicht, dass es sie wirklich gibt. Ich kenne alle Sagas deines Volkes, doch hörte ich nie Ich sprach nicht von meinem Volk. Du meinst die Lichtalben? Es gibt nicht viele, die sich an die Kinder des Lichts oder ihre Geschichten erinnern. Ich schon. Als Shurd in ihre Lande einfiel, baten sie mich um Hilfe. Aber der Krieg mit den Vanir hatte gerade erst geendet und ich war müde. Viel später erfuhr ich, wie Shurd das unsterbliche Licht der Alben verschlungen hatte. Huga um Huga. Womöglich ist es genau dieses Licht, das es ihm nun erlaubt, dem Tod zu trotzen. Und während der Eroberung muss er das Wissen über die Hugakehr entdeckt haben. Aber was bezweckt er? Welche Hugier trägt er in sich? Die zweier Kriegsfürsten. Ein Feuerriese und ein Jötun. Nichts weiter? Nein. Zumindest nichts von Wert. Er spricht die Wahrheit. Du gibst dich mit einem Feuergeist ab? Einem Feuergeist? Ich bin der heißeste Feuergeist in ganz Svartalfheim. Lass mich dir Aesa vorstellen. Tochter des Shurd, den sie verraten hat, und eine Freundin von mir. Auf deine alten Tage wirst du ganz rührselig. Was hast du herausgefunden? Nur Gerüchte. Mein Vater baut etwas Großes und Mächtiges wieder auf. Doch was genau es ist, weiß ich nicht. Und der Hugakehr soll Teil von diesem Etwas werden. Höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist er meinem Vater so viel wert, dass er tatsächlich deinen Sohn dafür eintauschen könnte. Kehre zu deiner Stiefmutter zurück. Bereite den Austausch vor. Und noch etwas. Ich würde mich besser fühlen, wenn du geschützt bist. Sinmara reist überall herum.
Aber ich werde mich ihr wie gewünscht wieder anschließen. Was der Hugakeh auch ist, ich muss ihn zurückstehlen, sobald Balder gerettet ist. Warum? Ragnarök kommt. Ich habe meine Pläne, aber die sind nicht vollkommen. Vielleicht bietet der Hugakeh einen anderen Ausweg. Einen, mit dem ich jene, die mir wichtig sind, retten kann. Sogar dich. Um seine Geheimnisse zu entschlüsseln, brauche ich Hilfe. Gerüchten zufolge ist in der Nähe eine Zuflucht. Vielleicht kann man mir dort helfen. Ich kenne den Ort. Heimat der am schlechtesten gelaunten Hohlköpfe. Sag ihnen, dass ich dich schicke. Kein Zwerg lässt sich die Gelegenheit entgehen, mit Ivadi zu arbeiten. Wangrin war einst die Heimat deiner Rivalen, Sindri und Brock. Dein Name gilt dort vielleicht nicht so viel, wie du glaubst. Dass ich nicht lache. Die beiden sind ohne Belang. Ich folge dir, sobald ich eingesammelt habe, was ich brauche. So, hallo, guten Abend. Hektos und hallo, Karotti. Ich musste, Katzin, ihr wisst ja, ne? Keine Nahrung. Und sie ist der heißeste Feuergeist von ganz Sparta Alpha 3. Habt ihr das gehört? Wo ist denn das? Ist das weit weg? Hier unten, lol. Da habe ich sogar... Oh, das habe ich sogar schon gemacht. Geil. Schon klar. Klar, du, ne? Wegen ihr spielst du ja. Nee. Viele? Wegen der Story von Harvey. Dass die da ist, das wusste ich gar nicht. Ich will mich angreifen. Auf Food. Bevor wir jetzt weiter zwischen. Doof ist das doch. Ich würde auch sagen, Karotti. Willst du Mod bleiben? Aber. Echt hier. Ist er nicht. Ja. Scheiße. Let's go. Ist ja alles nur Spaß. Ne? Mal alle. No skill. Mau aus, was gut betrifft hat, ne? Keine Pilze, nix. Den großen Herrscher. Warte, was? Mal einen Himbeerbusch gefunden, 3 Stück, aber es reicht immer noch nicht. 4 Nahrung nur. Zeit bin ich schon dreimal das Gebiet. Nur weil ich Nahrung unterwegs suche. Ja gut, so ein Schwein macht deine Nahrung komplett voll. Gut, das lasse ich da. Dann kann ich leben. Tschüss.
Jetzt mal dahin. Weil da müssen wir irgendwo wieder umkehren und alles und... Ach ne, nicht möglich, weil ich im Kampf bin, ne? Hallo. So, jetzt muss das aber funktionieren. Alle funktioniert, du. Wer kommt dir bekannt vor? Ich? Wie kann ein Haufen hungernder Zwerge so viel scheißen? Ecke hier, ne? Willst du dich nützlich machen? Seid gegrüßt. Ich bringe Kunde von Ewaldi. Was kümmert es mich? Sprich mit dem Vorarbeiter. Dem Vorarbeiter? Ja, dem Chef. Ögmund heißt er. Super unfreundlich. Müssen wir mal gucken. Weiß ich nicht, wie viele sich dafür angemeldet haben. Schauen wir mal. Auf ein Wort, mein Freund. Ewaldi erbittet eure Hilfe. Geht mich nichts an. Red mit Ögmund. Ist er der Meister dieser Werkstatt? Meister? Nein, aber er ist der Chef, wenn die Meister nicht da sind. Nein, wir sind ihre engsten Verbündeten. Die lassen uns nicht im Stich. Oh. Wo ist der Ögmund? Was willst du denn? Ewaldi schickt mich. Er braucht die Hilfe fähiger Hände. Ein Wissensaustausch, was? Tja, das hat nicht ich zu entscheiden. Sprich besser mit Brock oder Sindri. Die leben noch? Wo sind sie? Keine Ahnung. Sindri ist zu Abenteuern aufgebrochen. Das ist sein Ding. Allerdings ist er schon eine Weile weg. Was heißt eine Weile? Ein paar Wochen. Und seine Abwesenheit sorgt dich nicht? Es ist nicht meine Sache, wohin er geht. Und Brock? Der ging Sindri suchen, ist ein ziemlicher Schwarzseher, seit er beim Schmieden von Mjölnir Mist gebaut hat. Na egal, sag mir einfach deinen Namen und ich sage Brock Bescheid, wenn er wiederkommt. Sag ihm, der Herr Asgards war hier. Der Herr... bei Ymir. Bist du es wirklich? Ich kehre heute Abend zurück. Hole du derweil Ewaldi. Er ist in den Überresten der alten Werkstatt. Was suchst du hier? Ich nack's 18 Brock. Was wollen wir sein? Gehen wir mal. Asgard hat uns im Stich gelassen. Nein, wir sind ihre engsten Verbündeten. Die lassen uns nicht im Stich. Du gehörst hier nicht haben, ne? Ja, wo soll denn das? Ist das jetzt nachts draußen dunkel oder wie oder was? Wie sieht das aus? Ja, lecker. Durst, wenn ich dir. Ach, was sehen meine müden Augen.
hell draußen. Hallo Freund, verlangt es dich nach Vogel oder Vieh, dann bist du hier richtig. Alles hier steht zum Verkauf, außer Nara, versteht sich. Nara? Und wer ist Nara, dein feinstes Ross? Diese olle Mähre? Fein ist die nicht mehr, aber ich bin ihr was schuldig. Ich habe sie fest ins Herz geschlossen. Du hast Schulden bei einem Pferd. Ja, denn sie hat mir das Leben gerettet. Dieser alte Klepper ist ausgebüxt und ich musste weit von meinem Dorf weg, um sie zurückzuholen. Einen Tag und eine Nacht war ich unterwegs. Als ich mit ihr zurückkam, lag mein Dorf in Schutt und Asche. Niemand hatte überlebt. Außer dir. Ja, und das habe ich Nara zu verdanken. Zusammen liefen wir zur nächsten Zuflucht und nun sind wir hier. Wo ist der Gaul? Also jetzt mal Real Talk, wo ist der Gaul? Was kann ich sonst noch für dich tun? Nichts. Leb wohl. Wir haben jetzt nicht nachts, ne? Kurz vor der Dämmerung. Jetzt ist er drin. Was führt dich her? Ist das Harvey? Von allen unseren Feinden ist Zimara die Bosärkste. Ich erinnere mich dran, als sie Sword und erbitterten Widersacher waren, führte einen Putsch aus und nahm sie fast seine Krone. Und dann verkündete sie ihre Heirat. Na, ist nicht, welches Abkommen getroffen wurde, aber wir müssen uns stets vor ihren Ränken in Acht nehmen. Odi zu seinen jünglichen Baldir. Auge. Ein wahrer Meister erduldet solche Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Diese Bremse war so groß wie ein Eichhörnchen. Ein großes. Ein Troll könnte mir die Gliedmaßen ausreißen und doch würden meine Hände die Arbeit allein beenden. Das ist Hingabe. Das ist Leidenschaft. Das ist... Pferde Scheiße. Meister Brock, ich bin froh, dass du es nach Hause geschafft hast. Und dein Bruder? Konntest du ihn finden? Stimmt. Du hast nie gesagt, wo er steckt. Ich glaube, Sindri ging auf Abenteuerreise. Abenteuer? Nein, ganz und gar nicht. Er sucht einen besonderen Met. Er sagte, er verschmachtet sich danach. Einen Met? Ja, einen besonderen Met. Sutungs besonderen Met? Was hat der Eisarsch damit zu tun? Wir sind hier nicht in Jötunheim, falls du es nicht bemerkt hast. Es gibt einen Met, den sie unten in der Brauerei herstellen. So süß, dass er... Also, er ist einfach scheiß süß, klar? Jedenfalls hatte Sindri da irgendwie Lust drauf. Nur ein Horn oder zwei, sagte er. Und weg war er. Das war vor einem halben Monat. Ich riet ihm davon ab. So viele Riesen unterwegs. Aber er wollte nicht hören. Er immer mit seinem Heißhunger. Wo finde ich diese Brauerei? Östhorp, südöstlich von hier, jenseits des Sumpfes. Komm zu verfehlen. Gehst du ihn retten? Ich finde ihn, ja. Und danach werdet ihr es mir vergelten, indem ihr Ivaldi bei einer Aufgabe helft, die ich ihm gestellt habe. Augenblick mal, wir haben nicht... Gut, also abgemacht. Wegen dieser Bremse, das war Loki. Selbst Thor hätte seinem Stich nicht standgehalten. Asgard hat den Stich gelassen. Wegen dieser Bremse, Loki. Welchem Umstand verdanke ich deine Gesellschaft? Sei dankbar, Kind. Du könntest etwas lernen. Kind? Leck mich. Ich bin genauso alt wie du. Und stell dir vor, was ich alles...